Hallo Leute! Heute stelle ich euch mal 10 Produkte vor, von denen keiner erwartet hätte, dass sie vegan sind. Die meisten Leute denken ja, wenn sie an den Veganismus denken, erstmal an Verzicht, weil sie sich dann denken, oh Gott, man kann das und das und das und das alles nicht essen. Und dabei gibt es eigentlich viel mehr vegane Produkte, als man eigentlich denkt. Und viele der ganz normalen Produkte, die man so aus dem Alltag kennt, sind auch vegan, obwohl man das gar nicht von den Produkten teilweise erwarten würde. Und ich habe mir gedacht, ich stelle euch heute mal einige von diesen Produkten vor, die mich persönlich jetzt total überrascht haben, dass sie halt vegan sind. Oder halt auch andere Leute aus meinem Umfeld, die mir gesagt haben, dass sie das halt nie erwartet hätten, dass diese Produkte vegan sind. Und ich muss gleich mal ein paar Disclaimer vorweg schicken. Also erstmal, das sind teilweise auch allgemeinere Produkte. Und ich empfehle euch dann trotzdem wirklich auf die Zutatenliste zu gucken, weil es gibt natürlich immer Ausnahmen von der Regel. Und ihr wollt ja dann nicht, dass ihr am Ende dann trotzdem ein nicht veganes Produkt kauft, nur weil ich euch jetzt gesagt habe, dass diese Produktgruppe größtenteils vegan ist. Deswegen immer schön auf die Zutatenliste schauen. Bei Lebensmitteln geht das ja zum Glück relativ einfach noch. Dann muss ich auch noch dazu sagen, das ist jetzt natürlich so meine Meinung, dass ich das halt überraschend finde, beziehungsweise Leute aus meinem Umfeld. Deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ihr das sowieso schon gewusst habt. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch ist, ob ihr es eben gewusst habt oder nicht von den Produkten, die ich euch jetzt vorstelle. Und ja, dann würde ich sagen, gehe ich auch direkt mal los mit dem besonders ungesunden Süßkram, nämlich Mancherie. Ja, tatsächlich ist Mancherie vegan. Ja, der Grund dafür ist eigentlich relativ einfach. Das ist nämlich dunkle Schokolade, die da außen drumherum ist. Und die ist sowieso eigentlich immer vegan, außer es gibt irgendwelche Firmen, die da halt irgendwie trotzdem noch was dazu packen. Lind ist da zum Beispiel so ein Vertreter, die packen sau gerne irgendwie allen möglichen Milchkram in dunkle Schokoladen rein, was ich irgendwie ein bisschen komisch finde, aber gut. Bei Mancherie ist das eben nicht so und ja, innen drin ist halt nur Alkohol und eine Kirsche. Von dem her könnt ihr das bedenkenlos essen als Veganer. Dann Oreo-Kekse. Das hat jetzt schon so ein bisschen die Runde gemacht, dass die vegan sind. Aber ich wollte es trotzdem nochmal in diesem Video erwähnen, weil ich liebe einfach Oreo-Kekse. Leider habe ich jetzt gerade keine im Haus. Aber das, was da so weiß zwischen ist, ist eben keine Milchcreme, sondern eigentlich eine Zuckercreme. Und deswegen sind eben auch Oreo-Kekse vegan. Dann noch eine Süßigkeit, die vegan ist, ist Backschokolade. Auch in aller Regel muss man wieder dazu sagen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen von der Regel. Aber ich meine damit wirklich diese dicken, großen Riesentafeln, die mega günstig sind und wo auch meistens halt wirklich Backschokolade draufsteht. Das Witzige daran ist, die sind eigentlich vom Geschmack her eher nach Vollmilchschokolade ähnlich, sind also meistens gar nicht dunkel und haben auch gar nicht diesen Kakaoanteil von einer dunklen Schokolade. Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, ab welchem Prozentsatz jetzt eine Schokolade als Zartbitterschokolade gilt, aber diese Backschokoladen haben eben meistens eher ein bisschen mehr Fett und so kommt es halt zustande, dass irgendwie zwar keine Milch drin ist und auch jetzt nicht so mega hoher Kakaoanteil, weil es eben das Fett ist. Also gesund ist das natürlich nicht unbedingt, aber wenn ihr meine Videos regelmäßig guckt, habt ihr ja vielleicht auch mein veganes Müsli-Video gesehen und da erzähle ich ja auch, dass ich ganz gerne Schokolade in meine Müslis mische und ja. Da benutze ich eben auch immer Backschokolade, weil die eigentlich sehr verlässlich vegan ist, aber immer auf die Zutatenliste gucken. Ja, noch eine Sache, die mich sehr stark überrascht hat, ist, dass Apfelstrudel vegan ist. Und ja, mit Apfelstrudel meine ich halt wirklich diesen Tiefkühl-Apfelstrudel oder auch diesen verpackten. Auch da gilt wieder, bitte die Zutatenliste lesen. Aber ich habe bis jetzt wirklich noch nie einen Apfelstrudel gesehen, der so fertig verpackt war, der wirklich nicht vegan war, was ich echt total faszinierend finde. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass es halt außen Blätterteig ist, der in der Regel auch vegan ist. Ich weiß nicht genau, wie diese soßige Konsistenz innerhalb von diesem Apfelstrudel zusammengebracht wird. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Wie gesagt, das ist jetzt hier kein Gesundheitsvideo oder so. Aber ja, also in der Regel sind Apfelstrudel eigentlich meistens vegan. Noch ein Produkt, was mich sehr stark überrascht hat, ist Sorbet. Sorbet ist ja sowas ähnliches wie Eis, aber es ist eben dadurch gekennzeichnet, soweit ich das jetzt weiß, dass da wirklich mehr Früchte drin sind und
soweit ich das weiß, ist es auch tatsächlich so, dass in Sorbet gar keine Milch drin sein darf. Korrigiert mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage, aber das habe ich in der Berufsschule so gelernt, weil wir haben das in der Berufsschule mal durchgenommen im Zusammenhang mit Büchern und Kochbüchern und so. Ich habe ja mal in der Buchhandlung gearbeitet und ja, da wurde mir das so beigebracht, dass Sorbet wirklich so das Fruchteis ist quasi. Und das Sorbet ist ja auch irgendwie so als edleres Eis bekannt. Das heißt, wenn ihr also euch was Gutes tun wollt und was Leckeres essen wollt, solltet ihr sowieso Sorbet essen, weil Sorbet ist einfach besser als Eis. Italienische Spaghetti. Also hier ist es wirklich ganz wichtig, dass ihr italienische Spaghetti nehmt, weil da gibt es eben so ein Reinheitsgebot, dass die wirklich nur aus Hartweizengrieß bestehen dürfen. Natürlich gibt es so Eiernudeln und so, die als Suppeneinlage und sowas benutzt werden, aber die original italienischen Spaghetti müssen wirklich ohne jedwede anderen Zusätze sein. Mich persönlich hat das jetzt eigentlich gar nicht so überrascht, als ich vegan geworden bin, aber in meinem Bekanntenkreis habe ich eine sehr feurige Diskussion mit jemandem darüber geführt, der gemeint hat, dass es im Prinzip normalerweise gar keine veganen Spaghetti gibt, beziehungsweise es ging dann so weit, dass diese Person behauptet hat, dass die Zutatenliste gefälscht ist. Ich meine, wenn ich da fehlinformiert bin, klärt mich auf. Wenn jetzt hier nur Hartweizengrieß draufsteht, ist da dann tatsächlich noch was anderes drin? Ist die Zutatenliste gefälscht? Ich weiß es nicht. Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare, aber ich sage jetzt einfach mal hier, dass italienische Spaghetti vegan sind. Wo wir schon beim Thema Spaghetti sind, Asianudeln sind in aller Regel auch vegan, wobei man da auch schon so ein bisschen aufpassen muss, weil es gibt natürlich dann so Varianten mit Ei und selbstverständlich gibt es die auch mit Fleisch. Also ich rede hier jetzt wirklich von so Gemüsenudeln. Und ja, also diese hier sind jetzt zum Beispiel vegan, die habe ich vom Lidl, wobei ich dazu sagen muss, die kann ich jetzt nicht so empfehlen, weil ich die nicht so lecker finde, aber ich habe auch schon so andere Asianudeln gehabt und ich würde mal sagen, die sind so, wenn man jetzt wirklich auf Gemüsenudeln guckt, also ich rede jetzt natürlich nicht von denen, wo irgendwie mit Hühnchen draufsteht oder so, aber ja, dass von den Gemüsenudeln eigentlich wirklich ungefähr 90%, die ich bis jetzt gesehen habe, vegan gewesen sind. Und außerdem ist mir auch aufgefallen, also ich habe auch schon bei so Asia-Ständen und bei asiatischen Restaurants gefragt, ob die vegan sind, und da war es auch in den meisten Fällen so, dass die vegan sind, außer sie haben halt Ei dazu getan, aber dann konnte man auch einfach dazu sagen, ja dann bitte ohne Ei, und dann hat man sie eben ohne Ei gekriegt. Von dem her, wenn ihr so Nudelfans seid, habt ihr auf jeden Fall als Veganer meiner Meinung nach überhaupt kein Problem. Dann eine meiner absoluten Lieblingsleckereien, Barbecue-Soße. Oh, ich finde das einfach so mega lecker, wenn ich mir irgendwie so ab und zu, was eigentlich eh selten vorkommt, aber wenn ich mir mal so einen Tofu-Schnitzel oder so mache und es muss wirklich schnell gehen, dann nehme ich mir einfach so eine Barbecue-Soße und tue so ein bisschen dazu und das schmeckt einfach so lecker. Und auch wenn man vegan grillt oder sowas, finde ich, ist das einfach unersetzlich und tatsächlich sind wirklich die meisten Barbecue-Soßen vegan. Ich meine, naja gut, eigentlich kann man es sich eh denken, weil die Basis höchstwahrscheinlich Tomatensoße ist. Ich kann ja mal gucken. Ja, Tomatenmark bei der jetzt zum Beispiel. Aber ja, mich hat das irgendwie ziemlich überrascht, weil ich mir denke, bei so einer Soße sind einfach 100.000 Zusatzstoffe drin und 100.000 Sachen. Da hätte mich es jetzt nicht überrascht, wenn da Ei oder Milch oder sonst was als Konsistenzgeber oder so drin ist. Aber tatsächlich, Barbecue-Soße ist in den meisten Fällen vegan und ich kaufe die wirklich sehr, sehr oft. Und auch da kann ich sagen, ich glaube, ich habe wirklich noch nie eine gesehen, die nicht vegan ist. Außer natürlich, ihr müsst natürlich immer gucken, also wenn das jetzt sowas ist wie, wo dann vorne schon draufsteht mit Bacon oder keine Ahnung, gibt es eine Soße mit Bacon? ja, also wenn schon vorne irgendwie draufsteht, dass da ein Fleischzusatz drin ist oder irgendwas oder ja, dann ist es natürlich nicht vegan. Und ich rede natürlich auch wirklich nur von dieser rötlichen Barbecue-Soße. Also jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Joghurtsoßen, obwohl das eigentlich eh klar ist, weil das ist ja dann keine Barbecue-Soße. Ja, auf jeden Fall sehr lecker. Die habe ich im Abverkauf gekauft und die habe ich noch gar nicht aufgemacht, aber eigentlich habe ich auch noch nie eine Barbecue-Soße gegessen, die mir nicht geschmeckt hat. Dann
Flanenbrot und Dürrenbrot und alles Mögliche, was so in der Art ist. Das ist jetzt eine Riesenpackung, weil wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich ein Döner-Fanatiker und deswegen muss ich immer so eine Riesenpackung bei mir zu Hause liegen haben, damit ich immer Döner machen kann. Und ja, also auch da, ich kaufe regelmäßig Fladenbrote von verschiedensten Marken. Also ich habe eigentlich noch nie abgepacktes Dönerbrot gesehen, was nicht vegan ist. Und dann das letzte Lebensmittel für heute, und zwar Tütensuppen. Ist natürlich jetzt nicht so super gesund, aber ich finde, wenn man mal in Eile ist oder so, ist das auf jeden Fall eine super Alternative dazu, dass man jetzt da 3 Stunden eine Suppe kocht oder so. Und ja, also ich muss sagen, also auch da gilt natürlich wieder, selbstverständlich gibt es bei Tütensuppen, das ist ja eine sehr große Kategorie, gibt es auch irgendwelche, was weiß ich, Käsesuppen oder irgendwelche Suppen mit Fleisch drin oder sowas. Aber ich rede jetzt wirklich von solchen Gemüsecremesuppen zum Beispiel, so wie diese hier, Steinpilzcremesuppe. Ich hätte halt schon gedacht, dass da irgendwie tierisches Zeugs drin ist, zum Beispiel irgendwie Sahne oder irgendwie sowas, was ja doch auch oft bei normalen Rezepten dann dazu gemischt wird zu solchen Gemüsecremesuppen. Aber tatsächlich ist hier zum Beispiel jetzt keine Sahne drinnen. Aber ihr müsst da halt schon schauen. Also ich kann euch wirklich empfehlen, dass ihr mal zum Aldi geht. Also bei uns ist es halt der Hofer. Da gibt es eigentlich ziemlich viele vegane Fertigtütensuppen. Und nicht nur jetzt Gemüsecremesuppe, sondern auch so eine Nudel-ABC-Suppe und sowas. Also verschiedenste Sachen, auch Tomatencremesuppe gibt es da. Und wirklich, es ist super praktisch und die schmecken eigentlich auch wirklich ziemlich lecker, wie ich finde. Und ja, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie motivieren. Vielleicht seid ihr ja noch nicht Veganer und habt jetzt so ein bisschen Motivation daraus geschöpft, weil es ist wirklich mehr Veganer, als man denkt. Und ich konnte euch jetzt natürlich auch nicht alles vorstellen, was es so gibt. Und ja, wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das jetzt auch überrascht hat mit diesen Produkten. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich dann wie immer bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!